Wenn Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich öffentlich in die Knie geht und sich ganz lang macht, dann muss der Anlass ein besonderer sein. So geschehen am vergangenen Sonntag in Waschleite. Anlass war der 10. historische Meiler an der Köhlerhütte Fürstenbrunn, der vom Landesvater in festlichem Rahmen und im Beisein vieler Interessenten entzündet wurde. Die Gastgeber um Hotelier und Hobbyköhler Heiko Schmidt hatten zuvor auch heuer wieder Aufbauhilfe vom Europäischen Köhlerverein und dem Köhlerverein Erzgebirge bekommen. Mit dem Meiler wird auch an die sächsische Geschichte erinnert. Vor genau 562 Jahren wurde hier Prinz Albrecht aus den Fängen des Ritters Kunz von Kaufungen durch die heldenhafte Tat des Köhlers Georg Schmidt befreit. Dass nun seit mehr als einem Jahrzehnt wieder eine Familie Schmidt erfolgreich an der historischen Stätte tätig ist, hat geholfen, die Tradition und die Geschichte um den Köhler Schmidt aus dem Jahr 1455 wiederzubeleben. Seit Dezember 2014 zählt das Köhlerhandwerk zur Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO in Deutschland. Ein weiterer Höhepunkt wird das Aufbrechen des Meilers sein. Das erfolgt am 1. Mai ab 9 Uhr. Zukünftig soll der historische Meiler an der Köhlerhütte Fürstenbrunn nur noch alle 2 Jahre errichtet werden.